nächste Möglichkeit. Erfolgsquote bei den Genfern bei 25%. Also jedes vierte Überzahlspiel hat eingeschlagen in der Qualifikation. Und das ist natürlich auch ein Schlüssel zum Erfolg, dass man eben nicht zu viel Unterzahl spielt. Und dann schlägt es ein erstes Mal ein. Hinter Benjamin Comte konnte den ersten Schuss nicht parieren. Der Puck ging an die Latte und dann steht Topscorer Matt D'Agostini am richtigen Ort. Genoway hält die Scheibe vorerst in der Zone drin. Rubin läuft mit. Riesenchance in Unterzahl. Und dann ist es Timothy Kast, der den Puck über die Linie drückt. 18. Scorerpunkt. Rückhoff. Und das ist es dann gewesen. Matt Lombardi entscheidet diese Partie mit dem 3:0 mit dem Empty Netter. Ohne Torerfolg seines eigenen Teams zu Ende gehen. Stockbruch im dümmsten Moment bei Colby Genoway. Sprunger. Auch von ihm muss man dann deutlich mehr erwarten. Sprunger immerhin mit dem ersten Treffer macht den Shutout zunichte von Robert Meyer. Zu Ende. Es endet mit einem Heimerfolg für den genannten Favoriten in dieser Serie. 3:1 gewinnt Genf dieses Auftaktspiel.